Ja, wollen wir anfangen? Herzlich willkommen. Es ist ja nun spät dran. Dieser Vortrag gehört zum letzten Zeitabschnitt der FOSCON. Es geht um die sogenannten Geodaten. Und aus der übersichtlichen Anzahl des Zuschauers schließe ich, dass ein solches Interesse vorhanden ist. Weil wir noch in einem recht kleinen Kreis sind, ist es also durchaus möglich, dass Sie zwischendurch Fragen stellen. Zögern Sie dann einfach nicht. Ich selber bin Rechtsanwalt, Zivilrechtler, komme aus Bielefeld und bin vor knapp 10 Jahren mit einem Open-Source-Virus angesteckt worden und habe dann vor 5 Jahren angefangen, Vorträge zu halten und bin dann auch einmal hier hingekommen. Worum geht es heute? Um das Thema Geodaten. Geodaten ist etwas, was im deutschen Urheberrecht so nicht geregelt ist. Man muss sich die rechtliche Behandlung von Geodaten aus vielen Quellen zusammensuchen. Das ist für die Praxis immer ein bisschen ärgerlich, weil die Rechtslage dann auch häufig sehr unübersichtlich ist. Der Vortrag heute zielt darauf ab, ein wenig Ordnung in dieses Gefüge zu bringen und Ihnen die Möglichkeit zu geben, wenn Sie einzelne Fragen vertiefen wollen, in der Literatur oder im Internet dann weitergehend nachzulesen und auch schon so ein bisschen einordnen zu können, was Sie von dem halten sollen, was da steht. Zunächst besteht der Vortrag aus 5 Teilen. Und zwar möchte ich kurz erläutern, was Geodaten, Werke, Datenbanken und Schutzrechte sind. Das ist so ein ganz, ganz, ganz klein wenig Hintergrundwissen. Ich kann Sie aber beruhigen, dieser Teil ist kurz. Und ich habe es mir angewöhnt, auf diesen Vorträgen auch keine Paragraphen zu zitieren. Ja, Sie werden also alles folgen können. Wenn Sie Fragen zu irgendwelchen Paragraphen haben, ich bin gewappnet, aber lassen Sie es ruhig bleiben. Ich möchte Ihnen dann in einer zweiten Stufe zeigen, welche Wege es gibt, Geodaten legal aus fremden Quellen zu beschaffen und in freie Projekte einzubinden. Natürlich sage ich Ihnen auch gleichzeitig, was illegal ist. Schließlich komme ich darauf zu sprechen, dass es ja Open-Source-Lizenzen gibt, die kennen Sie alle, GPL zum Beispiel, und warum es sich nicht empfiehlt, Open-Source-Lizenzen im Zusammenhang mit Geodaten zu verwenden. Üblicherweise verwendet man Open-Content-Lizenzen und die haben aber auch für ihre Probleme. Und da werde ich Ihnen ein paar Aspekte schildern und ganz am Schluss ein ganz kurzer Ausblick auf das Datenschutzrecht. Was sind nun Geodaten? Geodaten dienen zur Beschreibung der Erdoberfläche, bezogen auf ein Koordinatensystem, und Geodaten werden häufig mit Attributen verbunden. Das Geodatum ist zum Beispiel der Erdpunkt, was weiß ich, 32 Grad Nord, 37 Grad Ost. Das ist der Geopunkt, das ist die Geodaten. Wenn ich jetzt gleichzeitig sage, das hat die Höhe von 100 Metern über normal Null, ist das kein Attribut, wenn ich ein dreidimensionales Koordinatensystem verwende, sondern dann ist das noch Teil des Geodatums. Wenn ich aber ein zweidimensionales Koordinatensystem verwende, zum Beispiel in einer Landkarte, dann ist die Angabe 100 Meter über normal Null ein Attribut. Genauso wie zum Beispiel die Information, dass an diesem Punkt eine Kreuzung liegt oder eine politische Landesgrenze endet oder sich eine Kirche befindet. Das ist dann ein Attribut. Geodaten findet man in vielerlei Zusammenhängen, zum Beispiel als Datenhaufen. Sie können sich denken, das ist so ein Begriff, der so ein Karlauer Niveau hat, hat er aber nicht, das ist ein juristischer Terminus technicus. Dann gibt es sogenannte Werke. Der Begriff Werk wird Ihnen an vielen Stellen in zweierlei Funktionen begegnen. Einmal als juristischer Begriff und einmal als eher umgangssprachlicher Begriff. Das hängt damit zusammen, dass das Urheberrechtsgesetz in Deutschland sowohl Werke als auch Leistungsschutzrechte regelt. Juristen unterscheiden feinsinnig zwischen Leistungsschutzrechten auf der einen Seite und Werken auf der anderen Seite. Die werden rechtlich unterschiedlich behandelt. Wenn Sie also irgendwo den Begriff Werke lesen, sollten Sie sich immer darüber im Klaren sein, was meint denn der Autor damit?
Die Werke, die für, also die Werke, die eigentlich im juristischen Sinne nicht als Werke gelten, sondern nur bloße Leistungsschutzrechte sind, das sind die Lichtbilder und die Datenbanken. Es gibt dann noch weitere Leistungsschutzrechte, aber die spielen eben bei Geodaten keine Rolle. Und dann gibt es auch noch die sogenannten Datenbanken. Das ist ein Begriff, mit dem Sie wahrscheinlich sehr viel anfangen können. Wer kennt nicht MySQL, Postgres und wie sie alle heißen? Dieser technische Begriff der Datenbank hat nichts mit dem juristischen Begriff der Datenbank zu tun. Juristisch gesehen gibt es drei verschiedene Arten von Datenbanken. Ich werde Ihnen das nachher noch näher darstellen. Ich hatte Ihnen erzählt, Geodaten bezeichnen einen räumlichen Punkt auf der Erdoberfläche. Das ist die Definition für Geoinformation in einer ISO-Norm. Geodaten ist aber eigentlich ein Begriff, der etwas weiter gefasst ist. Ich würde gerne von Ihnen mal ein Meinungsbild haben, wer glaubt, dass Spielelandschaften, also Landschaften, die man in Spielprogrammen findet, dass die urheberrechtsgeschützt sind. Zwei, drei Zweifler. Gut. Mal sehen, ob Sie nachher anders drüber denken. Ja, die Typologie der Geodaten. Man kann Geodaten nach ihrem Abstraktionsgrad unterscheiden. Wenn Sie zum Beispiel in einer sogenannten Katasterkarte Geodaten finden, dann können Sie davon ausgehen, dass die sehr konkret sind. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal eine Katasterkarte gesehen haben. Das ist einfach so ein weißes Stück Blatt Papier mit einzelnen schwarzen Linien darauf, die sich dann irgendwo treffen an den Ecken der Grundstücksgrenzen oder an den Kreuzungen. Und die Genauigkeit dieser Karte ist sehr, sehr hoch. Die wird von den Vermessungsingenieuren vor Ort erhoben und die Messungenauigkeit ist sicherlich unter einem Zentimeter. Das genaue Gegenteil davon sind die Netzpläne des öffentlichen Personennahverkehrs. Die haben Sie auch schon mal alle gesehen. Meistens sind sie so im 60 oder 30 Grad Winkel alle Kreuzungen. In Bielefeld ist hier, wo ich herkomme, das ist ja so eine Stadt, die so ein bisschen rundlich ist, von der Größe her durchaus mit München vergleichbar, nur nicht von der Einwohnerzahl her, also ein paar weniger. Und da ist der Netzplan schlauchförmig, deckt aber ganz Bielefeld ab. Ist für Leute, die nach Bielefeld kommen, möglicherweise etwas verwirrend, aber trotzdem, es sind Geodaten, weil gesagt wird, welche Haltestelle hinter der anderen ist. Das hat ein Geodatenbezug, auch wenn es vielleicht ein sehr ungenaues Koordinatensystem ist. Dann können Sie Geodaten natürlich auch nach dem Realitätsgrad unterscheiden. Sie haben Geodaten, die mit ihren Attributen nicht die Realität widerspiegeln. Nämlich typischer Fall Bebauungspläne. Bebauungspläne zeigen, wie die Welt zukünftig aussehen soll, wenn es denn so klappt, wie die Behörde sich vorstellt. Und es kann auch durchaus sein, dass der Bebauungsplan nie verwirklicht wird, sondern später wird er mal aufgehoben. Weil keiner der beteiligten Grundstückseigentümer auch nur im Traum daran denkt, die Pläne der Stadt zu verwirklichen. Da ist das Gegensatzpaar dazu natürlich das, was an Geodaten in einem Kfz-Navigationsgerät steht. Da hat es natürlich gar keinen Sinn, unrealistische Daten zu verwenden. Und das käme vielleicht nicht gut an beim Autofahrer. Als die Geräte auf den Markt kamen, hat man ja hier und da noch Nachrichten gesehen, dass die Autos fast in Fluss gefallen wären. In letzter Zeit hat das nachgelassen. Das scheint heute also nicht mehr das Thema zu sein. Dann kann man auch nach dem Detailgrad gucken. Der Detaillierungsgrad von einzelnen Geodaten ist ganz unterschiedlich. Wenn Sie einmal Ihren Autoatlas aufgeschlagen haben, werden Sie feststellen, dass da eine solche Überfülle von Informationen ist, dass Sie schon sehr konzentriert hingucken müssen, um zu sehen, wo Sie hinfahren wollen. Das können Sie im laufenden Verkehr im Grunde genommen nicht machen. Anders ist das bei den Routenplanern. Ich will damit nicht sagen, dass die Datenbanken, die hinter den Routenplanern stehen, weniger Geodaten enthalten, sondern das, was Sie auf dem Bildschirm bekommen, hat normalerweise deutlich weniger Informationen. Und schließlich können Sie noch auf den Maßstab achten. Es gibt den sogenannten Ausführungsplan
Das haben Sie vielleicht schon mal gesehen, wenn Sie ein Haus gebaut haben oder einen Umbau gemacht haben, wo Wände versetzt wurden oder kompliziertere Dächer konstruiert wurden. Man nennt das auch der sogenannte 50er-Plan. Das ist eigentlich das, was so im Kartenwesen das am detailliertesten existierende Format ist. Der genaue Gegensatz dazu ist der sogenannte Globus. Nun habe ich Ihnen hiermit nichts erzählt, was Sie nicht schon wissen. Aber dahinter verbergen sich rechtliche Kategorien. Und Sie müssen sie im Hinterkopf behalten, bei allem, was ich Ihnen jetzt weiter erzähle. Ja, und jetzt habe ich die ehrenvolle Aufgabe, als Jurist, der vor technisch interessierten Menschen steht, Ihnen zwei Nachrichten zu überbringen. Eine gute und eine schlechte. Ich fange mal mit der guten Nachricht an. Geodaten sind im Recht frei. Das heißt, wenn Sie also sich verfahren haben, halten an und fragen jemand, wie komme ich denn zu der Apotheke mit den lebensrettenden Medikamenten? Dann kann der nicht zu Ihnen sagen, ja, für die Auskunft nehme ich 3,50 Euro plus Mehrwertsteuer. Und auch wenn Sie von selber hin, dann nutzen Sie ja diese Geodaten, die mir gehören, und ich will das Geld haben. Ich schicke Ihnen eine Abmahnung, dass Sie die unberechtigt genutzt haben. Das geht nicht. Geodaten sind frei. Die schlechte Nachricht ist natürlich, es gibt Urheberrechte. Mit Urheberrechten kann man heute in den Zeit, wo das Wort von den Raubmordkopierern noch die Runde macht, kann man schnell in rechtliche Probleme geraten. Und es ist eigentlich recht einfach, Geodaten so mit Urheberrechten zu verknüpfen, dass sie unter Verschluss geraten. Da gibt es drei prinzipielle Wege. Der eine Weg ist die Auswahl. Der zweite Weg ist die Darstellung. Und der dritte Weg ist die Ansammlung. Wenn Sie also Geodaten in einer Form vor sich haben, die eine von diesen drei Alternativen entspricht, können Urheberrechte eingreifen. Was heißt das nun, Geodaten auswählen? Wenn Sie eine Straßenführung in eine Karte überführen wollen, dann haben Sie ja die Möglichkeit, zwischen einer unzähligen Anzahl von Geodaten zu unterscheiden. Sie können Ihre Geodaten im 100er Meter Abstand aufgreifen, Sie können sie im 10 Meter Abstand aufgreifen, Sie können auch das Raster, nachdem Sie aufgreifen, und das macht eigentlich die Praxis, können Sie auch immer so ein bisschen verändern. Wenn Sie mal in so eine Karte reingeguckt haben, von mir aus dem Autoatlas, und haben festgestellt, da macht die Autobahn an der entsprechenden Stelle eben einen kleinen Schlenker, damit der Stadtname, nicht in die Bezeichnung der Stadt, die daneben liegt, nicht in die Autobahn reinläuft. Oder umgekehrt, eine Kurve wird ausgelassen, weil da gerade eine Kirche daneben liegt und das Symbol der Kirche würde in die Linienführung der Autobahn reinreichen. Da haben Sie dann also eine bewusste Entscheidung des Kartografen, der sagt, ich fasse die zeichnerische Realität so ein bisschen an, damit die Karte in sich leichter aufnahmefähig wird. Da haben Sie dann also eine gewisse Auswahl. Da hat er seinen Maßstab von mir aus ein bisschen anders gehandhabt. Und da ist man natürlich schnell dabei, dass man sagt, naja, die Art und Weise, wie diese Auswahl stattfindet, ist eine eigene, persönliche, geistige Schöpfung. Und das ist sie im Regelfall auch, sonst gibt es ja auch keinen Ausbildungsberuf des Kartografen. Nicht, wenn das jeder so aus dem Handgelenk könnte, ist es nicht. Da steckt eine geistige Leistung dahinter. Die zweite Alternative ist die Darstellung. Geodaten werden normalerweise nicht als Datensammlung weitergereicht, sondern in Form einer etwas netteren Darstellung. Typischer Fall eine Karte. Und in dem Augenblick werden die Geodaten aufgezeichnet. Und da gibt es tausend Möglichkeiten, wie man das machen kann. Ob man die Autobahn nun mit zwei Linien malt oder mit einer dicken Linie. Ob man die Linie mit schwarzen Rändern umgibt und in der Mitte rot, grün oder gelb malt. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Und diese Auswahl, diese Darstellung zu wählen, ist auch ruckzuck eine eigene schöpferische Leistung. Und dann haben Sie auf einmal Geodaten und schöpferische Leistung erst einmal zusammen, in einem Kuddelmuddel. Und da
haben Sie die große Gefahr, dass diese Geodaten dann gar nicht mehr frei sind. Die dritte Möglichkeit, die sogenannte Ansammlung, die gibt es noch nicht so schrecklich lange. Juristisch gesehen ist das erst neulich ins Gesetz eingeführt worden, ungefähr vor 10 Jahren, ja nicht ganz vor 10 Jahren. Und die juristische Durchdringung, was sich aus diesem neuen Datenbankherstellungsrecht für die Praxis ergibt, die ist noch gar nicht so abgeschlossen. Da gibt es noch ganz viele ungelöste Rechtsfragen, die noch nicht durch höchstrichterliche Rechtsprechung abgesichert sind. Deshalb müssen Sie manches von dem, was ich Ihnen heute erzähle, immer mit so einem kleinen Fragezeichen versehen. Ich stelle Ihnen das vor, wo ich denke, dass es hinläuft. Und wenn ich denke, es kann auch anders laufen, werde ich es ausdrücklich erwähnen. Ja. Wir müssen also konstatieren, sobald Geodaten eben in diese Werke oder in diese Leistungsschutzrechte hineinfallen, ist das Urheberrechtsgesetz zu beachten. Und als Werke im rechtlichen Sinne haben wir zu beachten die Sprachwerke. Das sind also Texte, Geschichten, Erzählungen. Es ist also beispielsweise durchaus möglich, dass Sie einen Bloggerbeitrag im Internet finden, wo er über sein Geocaching berichtet. Und das ist ja dann auch mit irgendwelchen Geodaten verknüpft. Und diese Geodaten sind dann Teil seines Berichtes, wo er was gefunden hat und was er davon hält. Aber es bleiben Geodaten, die dann auf einmal in einen Text eingebettet sind und dann urheberrechtsgeschützt in ihrer Darstellung werden. Werke der bildenden Künste im Bereich der Geodaten sind eher selten. Und wenn sie vorhanden sind, spielen sie im Regelfall auch keine so große rechtliche Rolle. Wenn Sie mal so in die Historie zurückgucken, werden Sie feststellen, dass die Karten früher nicht so genau waren. Ja, so altertümliche Karten, so die Erde eine Scheibe, die hatten auch eine schöne grafische Qualität, die waren richtig schön gemalt. Die hatten natürlich einen gewissen, begrenzten Geodatenbezug, aber da stand das Künstlerische, das Malerische im Vordergrund. Heute sind solche Karten ein bisschen aus der Mode geraten. Vielleicht, wenn Sie mal selber eine Antragskizze zu Ihrer Geburtstagsfeier ins Netz stellen und das Händchen dafür haben, kriegen Sie sowas auch noch hin. Dann ist der Geodatengehalt vielleicht nicht so hoch und das Malen steht im Vordergrund, so dass Sie dann eben ein Werk der bildenden Kunst haben. Dann gibt es noch die Darstellung technisch-wissenschaftlicher Art und da fallen in erster Linie Pläne und Karten herunter. Nicht der Architektenplan, der Bebauungsplan, der Katasterplan, der Lageplan. Kennen Sie vielleicht, wenn Sie mal ein Haus gebaut haben, am Ende kommt immer die Behörde und macht am Ende nochmal die Einvermessung. Und der Lageplan wird dann in den Katasterplan überführt. Ja, und dann gibt es noch die sogenannten Sammelwerke, wobei die Betonung auf dem Wort Werke liegt. Nicht? Auch als Datenbank-Sammelwerke bekannt. Sammelwerke ist eine Aneinanderreihung von urheberrechtsgeschützten Elementen. Wenn Sie also ein Museum besuchen und Sie kaufen sich den Ausstellungskatalog des Museums über den vorhandenen Bestand, dann sind dort die einzelnen Bilder, die ausgestellt werden, nochmal fotografisch abgebildet in irgendeiner Form der Reproduktion. Und das ist dann ein Sammelwerk, wo einzelne urheberrechtsgeschützte Elemente gesammelt sind. Und bei dem Sammelwerk darf man das nicht verwechseln mit den sogenannten Datenbankwerken. Datenbankwerke enthalten keine urheberrechtsgeschützten Teile. Jedenfalls, es wird nicht das geschützt, was urheberrechtsgeschützt ist, sondern Datenbankwerke zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine bewusste Auswahl treffen, dass sie eine durchdachte Strukturierung bieten und dass sie demzufolge auch gewisse Abfragemöglichkeiten zur Verfügung stellen, die über das alltägliche, durchschnittliche hinausgehen. Und das muss sich beides nicht reißen. Das kann durchaus in einem Datensatz, den Sie auf Ihrem Server haben, gleichzeitig vorhanden sein. Ja, es kann. Das schließt sich also nicht aus. Man kann sich das so vorstellen, wer schon mal mit GIMP oder mit Photoshop gearbeitet hat, da gibt es so diese verschiedenen Layers, der Bildlayer. Und genauso ist es mit den Rechten.
Die können alle übereinander gestapelt sein, ohne sich erstmal zu stören. Ja, und dann gibt es noch die sogenannten Leistungsschutzrechte. Leistungsschutzrechte werden im Umgangssprachlich auch häufig als Werke bezeichnet, einfach deshalb, weil sie auch im Urheberrechtsgesetz geregelt sind und das Urheberrechtsgesetz ja eigentlich nur Werke erfassen sollte nach seiner ursprünglichen Intention. Da wird manchmal im Sprachgebrauch etwas geschludert. Und da gibt es zwei Arten, die sogenannten Lichtbilder. Und jetzt sind wir schon wieder bei den Datenbanken. Zum dritten Mal. Das ist ein Fremdkörper im deutschen Urheberrecht. Man spricht auch unter Juristen etwas verschämt von Urheberrechten sui generis, Urheberrechten eigener Art, um deutlich zu machen, dass das da eigentlich gar nicht reinpasst. Diese Datenbanken schützen das Investitionsinteresse. Das heißt, wir brauchen bei den Datenbanken keine schöpferische Leistung, genauso wenig wie bei den Lichtbildern. Verwechseln Sie bitte die Lichtbilder nicht mit den Lichtbildwerken. Das ist was ganz anderes. Lichtbildwerke ist vereinfacht ausgedrückt künstlerische Fotografien. Lichtbilder sind platte Aufnahmen. Zum Beispiel, man fliegt mit einem Flugzeug über die Welt und macht eine senkrechte Aufnahme nach unten. Das ist ein Lichtbild, da ist nicht viel Kunst drin. Nicht? Sie müssen natürlich die richtige Kameratechnik haben, Sie müssen sehen, dass die Achsen ausgerichtet sind, Sie müssen schauen, dass Sie da auch die Belichtung hinkriegen, aber der künstlerische Gehalt ist, das ist technischer Gehalt, der künstlerische Gehalt ist gering. Und verwechseln Sie bitte Lichtbilder auch nicht mit den Bildnissen. Das sind Aufnahmen von Personen. Das ist wieder ein ganz anderes Thema. Das braucht uns heute aber nicht kümmern. Lichtbilder gibt es dann in mehreren Formen. Ich werde das gleich nochmal ansprechen. So. Die Strukturierung von Geodaten nach rechtlichen Kategorien ist für die Praxis kaum tauglich. Da kann keiner von Ihnen mit umgehen. Und selbst Juristen müssen erstmal tief durchatmen, wenn sie den Fall vorgetragen bekommen, dass sie sich überlegen, was für Werkgattungen sind denn überhaupt betroffen. Deshalb halten Sie das lieber so, dass Sie es pragmatisch handhaben. Und zwar gibt es drei Kriterien. Einmal die Darstellungsart, die Erscheinungsart und den Produktionsstand. Bei dem Produktionsstand können Sie unterscheiden die Rohdaten. Das sind, wenn Sie so wollen, die Ansammlungen von geografischen Koordinaten und den dazugehörigen Attributen. Und den aufbereiteten Rohdaten, zum Beispiel durch Selektion. Nicht? Wir haben eine Datenbank für den Routenplaner, der Ihnen 1000 Informationen bietet, bis hin zur nächsten Tankstelle, zum nächsten Hotel, zum nächsten Imbiss, zur nächsten Raststätte. Aber im Regelfall wollen Sie das ja gar nicht wissen. Sie wollen ja nur wissen, wie Sie zum Ziel kommen. Und deshalb wird in der ersten Darstellung, die Sie aufrufen, bei den einzelnen Routenplanern im Regelfall diese Art von Informationen nicht eingeblendet sein. Das ist eine Selektion, eine Aufbereitung. Da haben Sie also aufbereitete Rohdaten. Und auch das Überführen der einzelnen geografischen Koordinaten, das sind ja eigentlich nur Wertetuppel, die irgendwo im Rechner vorgehalten werden, in eine grafische Darstellungsart, ist schon eine Aufbereitung. Ja? Aufbereitete Daten ist eigentlich das, was dem normalen Menschen täglich als Geodaten begegnet. Rohdaten wird er eher selten begegnen, eigentlich nur dann, wenn er programmiertechnisch mit Datenbanken zu tun hat, sonst wohl weniger. Und wenn er sich bei OpenStreetMap beteiligt, dann auch. Ja, die Erscheinungsart von Geodaten spielt überhaupt keine Rolle. Es spielt überhaupt keine Rolle, ob die Karte, um die es geht, auf irgendeinem Server in einer Datei abgespeichert ist, als JPEG. Oder als TIFF oder fragen Sie mich was. Es gibt da auch ein besonderes Format, habe ich jetzt gelernt. Das nennt sich GeoTIFF. Soll wohl darauf spezialisiert sein. Und es spielt auch keine Rolle, ob Sie die Karte in gedruckter Form haben. Ja, das ist für die rechtliche Betrachtung völlig irrelevant. Irrelevant ist auch die Darstellungsart. Es ist eigentlich nicht von Bedeutung, ob Sie die Daten, wenn Sie den Urheberrecht geschützt sind, datenmäßig haben. Zum Beispiel in Form einer Datenbank, die noch nicht ausgewertet worden ist, die noch nicht abgefragt worden ist. Oder ob Sie schon eine kartografische oder eine fotografische Darstellung haben.
Kommen wir jetzt auf die Typologie der Datenbank. Wie gesagt, es gibt das Datenbanksammelwerk. Das zeichnet sich dadurch aus, dass es einzelne urheberrechtsgeschützte Werke enthält, beispielsweise eine Liste von Kunstbildern. Es gibt das Datenbankwerk. Das ist eine Sammlung irgendwelcher Einzelelemente, die nicht urheberrechtsgeschützt sein müssen, aber auch urheberrechtsgeschützt sein dürfen, das schadet nicht, die aber in ihrer Art und Weise der Anordnung, der Möglichkeit, die abzufragen und ihrer Auswahl auf einer geistigen Schöpfung beruhen. Ja, typischer Fall, sie stellen eine Linkliste ins Internet, haben von mir aus 120 Links und haben die auf ein bestimmtes Thema konzentriert. Sie sind Katzenfreund und sie haben Linklisten zur artgerechten Haltung und Ernährung von Katzen ins Internet gestellt. Und diese 120 Links von Ihnen beruhen ja auf einer besonderen Auswahl und sind dann schon ein Datenbankwerk. Weil da ist eine schöpferische Leistung dahinter. Sie kann aber auch gleichzeitig eben eine Datenbank sein, wenn Sie einen Aufwand treiben mussten, um diese Linkliste aufzustellen. Ja, die Erscheinungsform ist ähnlich. Auch Datenbanken können an allen möglichen Plätzen dargestellt werden. Es muss noch nicht einmal im Peripheriespeicher oder im Hauptspeicher vorhanden sein. Es reicht aus, dass die Grafikkarte irgendwie angesteuert wurde und man es auf dem Bildschirm sieht. Ja, das ist ja noch am weitesten entfernt von einer Gegenständlichkeit. Textliche Listen können genauso gut eine Datenbank sein. Ja, ich denke mal, bei den meisten Datenbanken Postgres, MySQL, wenn sie denn ASCII lesbar sind für den Menschen, sind dann einfache Textlisten. Natürlich kann man auch Karten als Datenbank, als Datenbanken bezeichnen. Da war, als das neue Gesetz in die Welt gesetzt wurde, lange Zeit umstritten, ob Karten denn eine Datenbank seien. Können Sie sich vorstellen, wer da das größte Interesse dran hatte? Natürlich die Vermessungsämter. Weil die Vermessungsämter haben die Bundesrepublik Deutschland flächendeckend mit der sogenannten Kundkarte abgebildet. Und zwar in einem recht netten Maßstab, 1 zu 25.000 oder 1 zu 50. Das ist die TK 25 bzw. die TK 50. Und die hatten natürlich so das Problem, dass man sich fragen musste, wie ist das mit dem Urheberrechtsschutz? Und da ist ihnen der BGH zur Seite gesprungen und hat gesagt, so, keine Frage, das sind Datenbanken. Weil es ist möglich, jedes einzelne Element einer Karte einzeln herauszugreifen und einzeln zu nutzen. Und das ist das wesentliche Kriterium einer Datenbank. Mehr brauchen Sie nicht, um eine Datenbank zu haben. Eine Datenbank kann ja auch eine Karteikartenliste sein. Wenn Sie so in meinem Alter sind, kennen Sie das noch. Dann sind Sie in die Bibliothek gegangen und haben nach einem Ort gesucht und dann hieß es Zettelkästen durchspielen, bis sie einen Ort gefunden haben. Das war eine analoge Datenbank, nach heutigem Recht. Damals gab es das halt noch nicht. Ja, bei den Aufnahmen, da ist mir keine richterliche Entscheidung bekannt, die ausdrücklich sagt, dass Aufnahmen auch Datenbanken sein können, aber ich möchte mal die Prognose wagen, dass man das genauso behandeln muss. Weil man kann ja die einzelnen Pixel einer Luftbildaufnahme oder einer Satellitenbildaufnahme genauso einzeln aus der Gesamtaufnahme herausziehen wie einzelne Kartenelemente. Und mehr braucht man nicht als rechtliche Voraussetzung, um eine Datenbank anzunehmen, wenn man dann noch ein anderes Kriterium hat, das ich Ihnen gleich nenne. Ich stelle mir da eben vor, dass das einzelne Pixel dann auch einen Informationsgehalt hat. Bitte. Doch, da kommen wir gleich drauf. Das Argument, das Sie bringen, das war auch das Argument des Anwaltes, der die Interessen der Privatwirtschaft vertreten hat. Und dem gegenüber stand der Verband der Vermessungsämter, etwas vereinfacht ausgedrückt. Aber der Anwalt hat sich nicht durchsetzen können. Da gab es erstmal ziemlich viel Aufregung. Da hat es Gespräche zwischen den beiden Verbänden, berufsständischen Verbänden gegeben, ob die sich irgendwie einig wurden, wurden sie nicht und dann wurde es vor Gericht ausgekämpft und die Richter haben ziemlich klar gesagt,
Ich kann durchaus einzelne Teile einer Karte einzeln nutzen. Beispielsweise war das Argument, wenn da ein Flusslauf ist, dann ist die Flussgrenze ja gleichzeitig die Ufergrenze. Und dann kann ich die Ufergrenze nicht nutzen, ohne dass ich die Flussgrenze mit berücksichtige. Da haben die Richter aber gesagt, naja, das stimmt nicht, weil auf der anderen Seite, wo der Strand aufhört, ist ja auch eine Linie. Und die kannst du dann in sich umgeschlossen, um den Strand zu die Umrisslinie des Strandes kannst du durchwohl alleine nutzen. Man hätte es damals vielleicht auch anders entscheiden können, aber die Richter haben es eben so gesehen. Ja, die haben es jetzt nicht am Beispiel Strand gemacht. Ich glaube, das war damals ein Wald, der da eine Rolle spielte. Ja, bei der Datenbank, da haben wir also einmal den Begriff des Leistungsschutzrechts, weil man die Datenbank von dem Datenbankwerk und von dem Datenbanksammelwerk unterscheiden will, spricht man da auch manchmal von dem Datenbankherstellungswerk. Ja? Oder Datenbankherstellungsrecht, um es korrekter zu sagen. So, und wie geht man nun in der Praxis an solche Dinge heran? Man hat das Gefühl, dass man hat irgendwo Geodaten. Wann sind die wohl urheberrechtsgeschützt? Und die erste Frage ist, gibt es eine geistige Schöpfung? Die geistige Schöpfung, das muss nichts Großartiges sein. Das denkt immer so der Normalmensch. Das kann was ganz Primitives sein. Die Juristen sprechen da von der sogenannten kleinen Münze. Denken Sie mal an Stadtpläne. Sie können nur einen Stadtplan machen. Da haben Sie nicht viel Auswahl. Es gibt schon 20 Konkurrenten. Nicht nur, ob Sie die Straßen nun hellgelb machen oder ein bisschen dunkler gelb, hat Ihr Konkurrent auch schon mal irgendwo gemacht. Ja, da haben Sie nicht viel Auswahl. Aber trotzdem ist Ihre Stadtkarte ein urheberrechtsgeschütztes Werk. Es ist auch urheberrechtsgeschützt, wenn Sie eine Darstellung in technisch und wissenschaftlichen Werken haben. Bis vor ein paar Jahrzehnten war es zum Beispiel üblich, Katasterkarten durchaus mit so Art Piktogrammen anzureichern. Nicht? Die Kirchen, die waren dann links schraffiert dargestellt und die Kindergärten rechts schraffiert und so weiter und so fort. Und das war damals Anlass zu sagen, naja, da haben wir ja einen Urheberrechtsschutz. Heute gibt es das nicht mehr, heute sind das nur noch die Umrisslinien, deshalb ist es damit den Urheberrechtsschutz nicht mehr viel weit her. Katasterkarten sind nicht urheberrechtsgeschützt. Aber da greift ein anderes Problem ein, das ich Ihnen vorhin auch schon auf die Wand geschmissen habe, ohne es Ihnen ausdrücklich anzuwählen. Wenn Sie Urheberrechtsdaten haben, die jemand erzeugt hat, und wenn Sie Geodaten haben, die jemand erzeugt hat, aber die nicht urheberrechtsgeschützt sind, dann werden die natürlich unter Verschluss gehalten. Ja, und wie macht der Gesetzgeber das? Der sagt, Katasterkarten dürfen Sie nur einsehen, wenn Sie ein berechtigtes Interesse haben. Ja, Sie können also nicht hingehen und sagen, ich will mal hier statt Bielefeld flächendeckend die Katasterkarte haben. Könnten die Ihnen ja schwupps auf PCD brennen, nicht? Den elektronischen Datenstand haben Sie, kriegen Sie aber nicht. Haben Sie kein berechtigtes Interesse dran. Bitte? Ja, Sie können glaubhaft machen, dass Sie sich mit Ihrem Nachbarn streiten und müssen wissen, wer ist denn der Eigentümer. Der da wohnt oder jemand, der es an ihm vermietet hat. Verklagen tun Sie den Eigentümer. Sie wohnen neben einer Tankstelle. Die Tankstelle tut am Sonntag, eine Frage, die schon gerichtlich mehrfach entschieden wurde, tut am Sonntag Auto waschen lassen. Und dann kommt dieser Wasserdampf auf Ihr Grundstück. Im Gesetz spricht da von Zuführung unwegbarer Bestandteile, unwegbarer Stoffe. Können Sie auf Unterlassung planen. Müssen natürlich wissen, wem das Grundstück gehört, weil der Anspruch richtet sich gegen Eigentümer und nicht gegen den Tankstellenpächter. Nicht das Sachenrecht. Das ist ein berechtigtes Interesse. Ein anderes berechtigtes Interesse, Sie wollen ein Grundstück kaufen. Da ist natürlich gut, wenn Sie es vom Eigentümer verkauft bekommen. Ich empfehle es irgendwie. Ja. Lachen Sie mal, es hat mal in Berlin einen Fall gegeben, wo jemand versucht hat, ein Grundstück zu stehlen. Da hatte ein Grundstück zu stehlen, man glaubt es nicht. Da hatte also irgendein Mitarbeiter, ich sage jetzt mal des gegnerischen Notares, der ist ins Grundbuchamt gegangen und hat die Karte gefälscht. Und das ist durch Zufall aufgeflogen, weil der Notar, der den Kaufvertrag beurkunden sollte, der hat sich die Mühe gemacht, nochmal einen Tag vor dem Beurkundungstermin hinzuziehen, ob alles in Ordnung ist. Der hatte schon im Braten irgendwie gerochen, der glaubte das nicht. Und der hat dann festgestellt, dass eine Seite in der Originalgrundbuchakte ausgetauscht war. Ja, das ist ja so mit dem öffentlichen Glauben im Grundbuch, nicht? Wenn eine Grundbuchbehörde sagt, es ist so, dann ist es so, bis zum Beweis des Gegenteils.
Ja, das ist ja anders als mit Privaturkunden. Privaturkunden, die Sie selber ja auch als Zeugen mit einer Unterschrift leisten, die beweisen nur, dass Sie das unterschrieben haben, was drüber steht. Aber nicht, ob es richtig ist. Da haben die Behörden eben eine Privilegierung, nicht? Das ist noch so ein bisschen der wilhelminische Obrigkeitsstaat, der sich da äußert. Ja, bitte. Ja, die Idee ist gar nicht mal so dumm. Also die Idee ist gar nicht mal so dumm. Es gibt ja eine, Moment, es gibt eine Rangliste, welche Städte am 1. in Nordrhein-Westfalen wackeln, wenn es immer wirtschaftlich eng ist. Ich glaube, Köln steht mit an erster Stelle, wenn ich richtig informiert bin, aber vielleicht verbreite ich jetzt auch nur böse Gerüchte, ich nehme das zurück. Bei der Stadt Bielefeld in der Lokalpolitik war das so, ich meine, es ist so um die 10 oder 15 Jahre her, ein aktuelles Thema, was ist denn die Stadt Bielefeld wert? Das war so die Zeit, als man versuchte, die Kommunen buchhalterisch auf wirtschaftliche Grundlagen zu stellen. Althergebracht gibt es ja für die Städte die sogenannte kameralistische Buchführung. Da wird immer nur geguckt, was kommt rein und was geht raus. Nicht? Und wenn man dann sich stark rechnen will, dann gibt man eben kein Geld für Reparaturarbeiten aus. Nicht? Das große ungelöste Problem aller Städte ist ja die Kanalisation. Die taucht ja normalerweise nirgendwo in den Büchern auf. Die muss aber ja irgendwann muss sie saniert werden. Nicht? Ist ja nur die Frage des Wann, nicht mal die Frage des Obs. Und wenn man so eine Stadt mal bilanzieren würde, dann sehen die ganz schön alt aus. Und das war damals, als diese Möglichkeiten in Nordrhein-Westfalen eingeführt wurden, die den Gemeinden erlaubten, eben auch doppelte Buchhaltung im wirtschaftlichen Sinne zu führen, eben auch das kaufmännische System umzustellen. Da war die Frage, was ist denn die Stadt Bielefeld wert? Und da hat die Stadt Bielefeld gesagt, wir sind mindestens 2 Milliarden wert. Weil wir haben ja Grundflächen für Kindergärten, für Schulen, für Krankenhäuser. Nicht, die kann man ja irgendwie bewerten. Man weiß ja, was in der Nachbarschaft da in den Grundstücken drumherum für Preise gezahlt wurden. Dann kann man sagen, das ist so ein Richtwert. Nicht? Ist ja auch für Gutachter ein Anhaltspunkt. Vielleicht haben Sie das Wort schon mal gehört. Der Gutachterausschuss des Planungsamts gibt die sogenannte Bodenrichtwertkarte aus. Nicht? Da wird jedes Mal, wenn Sie ein Grundstück kaufen oder verkaufen, wird das Finanzamt informiert. Nicht? Der Notar muss das Finanzamt informieren. Und da guckt das Finanzamt erstmal, ob sie Steuerschulden haben. Wenn sie Steuerschulden haben, wird erstmal gepfändet, bevor es weg ist. Ja, dazu dient das. Und das Finanzamt seinerseits unterrichtet dann den Gutachterausschuss, hallo, da ist wieder ein Grundstück verkauft worden zu dem und dem Preis, und das fließt dann in die Berechnung des Bodenrichtwertes ein. Ja, die Stadt Bielefeld hat also gesagt, sie sei sehr reich im Grundbesitz, was auch sicherlich richtig ist. Nur der Punkt ist, man kann so einen Kindergarten schlecht verkaufen. Eine Schule kann man auch schlecht verkaufen, das sind keine handelbaren Werte. Und deshalb ist also die Frage, ob man eine Kommune kaufen kann, gar nicht so dumm. Das kommt vielleicht nochmal. Wer weiß. Nach der gegenwärtigen Rechtslage nicht, weil nach der gegenwärtigen Rechtslage werden solche Flächen werden wohl nicht verkaufbar sein. Man kann die Stadt sicherlich nicht insgesamt kaufen, also den gesamten Grundbesitz einer Stadt aufkaufen. Das wird wahrscheinlich, wird mit großer Sicherheit gegen öffentlich-rechtliche Vorschriften, ich will jetzt nicht so große Worte in den Mund nehmen, wie Daseinspflicht der Kommunen zur Daseinsvorsorge und so weiter, aber daran wird es scheitern. Ja, das ist durchaus richtig. Dann hat man aber auch nur das berechtigte Interesse auf die privaten Flächen. Ja, kann sein. Nur, was macht der arme Katasteramtsbeamte, wenn sie da ankommen und sagen, ich will die Stadt Bielefeld brauchen? Der ruft als erstes den Oberbürgermeister an und er sagt, nee, weiß ich nicht. Ja, also keine praktische Lösung. Ja, dann gibt es noch die Art und Weise der Darstellung irgendwelcher Inhalte in Werken, die mit Geodaten inhaltlich verknüpft sind. Und zwar denke ich da zum Beispiel an Reisebeschreibungen. Nicht? Ich will jetzt ein blödes Beispiel nennen. Wir haben einen Forscher, der gesagt hat, erst nach Timbuktu dann 3 Tagesreisen westwärts, dann 1 Tagesreise nach links abbiegen und 2 Monde weiter ist dann der große See. Ja, das sind ja letztlich auch Geodaten in einem etwas zweifelhaften Raster. Ja, das jetzt auf heutige Zeit übertragen, vielleicht das Geocaching mal in den Raum zu schmeißen. Da könnte man vielleicht präzisere Daten erwarten. Da wäre es also durchaus möglich, dass Sie irgendwelche Werke haben, zum Beispiel Textwerte, Berichte in Textform, die Geodaten enthalten. Und da muss man natürlich auch schon so ein bisschen aufpassen. Ne? Da kann das auch zu einem Urheberrechtsschutz kommen.
Ja, und dann gibt es eben diese Leistungsschutzrechte, die eben Leistungsschutzrechte heißen, weil da keine geistige Schöpfung dahinter steht, sondern einfach nur die Leistung, dass man es gemacht hat, nach irgendwelchen technischen Vorgaben, mehr recht als schlecht. Und da gibt es einmal die luftbildenden Satellitenaufnahmen und dann gibt es dieses ganz Neue, die Datenbanken, egal ob analog oder digital, die eine wesentliche Investition erfordert haben. Und da müssen Sie feinsinnig sein. Die wesentliche Investition darf sich nicht auf das beziehen, was ursprünglich frei ist, auf die Aufnahme der Geodaten. Das heißt, dass die Geodaten des Katasteramtes ganz aufwendig durch Vermessungsingenieure über Jahre hinweg aufgenommen worden und dann in Form einer Karte übertragen worden sind, das ist nicht das Kriterium. Die Stadt würde sagen, die Investition liegt ganz woanders. Die Investition liegt, dass die Karten gedruckt wurden, dass die Karten kopiert wurden, dass die Kartenschränke angeschafft wurden, dass es Beamte gibt, die diese Karten ab und zu mal in die Hand nehmen und Auszüge davon fertigen müssen. Da liegt dann die wirtschaftliche Investition. Aber die eigentliche Aufnahme der Geodaten, das spielt keine Rolle. Also mir ist kein sinnvoller, praktischer Fall eingefallen, wo man Daten in einem größeren Umfang erhebt, ohne eine Datenbank im Sinne des Rechtes zu machen. Also im Grunde genommen, für Sie heißt es praktisch, wir haben eine Datenbank, dann ist es eine rechtlich geschützte Datenbank. Ja, lassen Sie sich da nicht in die Irre führen, wenn Sie in irgendwelchen Artikeln da feinsinnige Differenzierungen sehen, was eine Datenbank ist oder nicht. Es ist relativ simpel, die Investition nachzuweisen. Ja, und jetzt nochmal die Kontrollfrage. Habe ich die beiden Zweifler jetzt überzeugt, dass viele Landschaften auch geschützt sind? Wir müssen ja zwei Fälle unterscheiden. Es gibt einmal die Spielelandschaften, die sich auf die Realität beziehen. Denken Sie mal an einen Flugsimulator von einer Firma, die ihren Namen jetzt nicht in den Mund nehme. Da sind schon reale Geodaten drin enthalten. Wenn Sie den Flugplatz Frankfurt anfliegen in dem Spiel, dann ist das auch der Flugplatz Frankfurt in einem Referenzsystem. Da würde ich sagen, eigentlich macht es ja keinen Unterschied, ob Sie mit einem Flugsimulator spielen oder ob Sie mit dem Gedanken spielen, mit Hilfe eines guten Planers Ihren Weg zu finden. Macht für mich keinen Unterschied. Reduziert sich also die Frage, wie ist das mit Spielelandschaften, die virtuell sind, die also keine reale Welt abbilden? Sind das geschützte Daten? Und da denken Sie bitte wieder an das zurück, was ich Ihnen vorhin gesagt habe. Das ist ja mit einer Darstellung verknüpft. Auf dem Bildschirm. Und schwupp haben sie doch das Urheberrecht, auch wenn es keine realen Geodaten sind. Ja, man könnte auch noch in eine andere Richtung denken. Wie ist das mit der Mondoberfläche, wenn sie davon eine Karte haben? Sind das auch Geodaten im rechtlichen Sinne? Sicherlich. Das kann man nicht anzweifeln. Die Karte des Mondes anzufertigen ist ähnlich aufwendig wie von der Erde und das ist dann auch Urheberrecht geschützt. Also ich werde diese Frage später nochmal streichen, aber ich kann dazu mal was zu sagen. Der springende Punkt ist ja der, dass wenn ich den Flugsimulator habe, ich eine Darstellung von Geodaten in Form der Bilder, die ich sehe, habe, die ja sehr relativ ungenau ist, wo der Maßstab relativ unklar ist und wo die Detailtreue ja nicht sehr hoch ist. Aber trotzdem sind das Geodaten, die dargestellt werden. Und was ich Ihnen am Anfang erzählt habe, es ist ja eine Auswahl getroffen worden, aus spieltaktischer Sicht. Und das ist eine schöpferische Leistung. Und da haben Sie den Schutz. Punkt. Ja. Ja, diese Landschaftsdaten, wenn sie denn beispielsweise in Textform vorliegen, sind ja frei erfunden, nach spieltaktischen Gesichtspunkten. Das ist eine schöpferische Leistung eines Textwerks. Und wenn Sie das dann auf dem Bildschirm haben, schön in Farbe umgesetzt, mit irgendwelchen Proportionen angereichert, dann haben Sie natürlich sofort wieder eine Darstellung, die eine schöpferische Leistung ist. Ja? Also es ist schwer,
in solchen Spielprogrammen keine geschützten Inhalte zu finden, sofern Geodaten oder virtuelle Geodaten eine Rolle spielen. Ja, und mit dem, was ich Ihnen bisher vorgetragen habe, können Sie eigentlich schon die Faustregeln, die ich Ihnen hier an die Hand gebe, nachvollziehen. Das Durchpausen, das Scannen, das Fotografieren oder das Digitalisieren so normaler Karten, um die als Vorlage für eigene Karten oder für eigene Datenbanken zu finden, ist nicht in Ordnung. Das verstößt im Regelfall gegen fremde Urheberrechte. Also einfach sagen, ich lege da so ein halbdurchsichtiges Papier auf dem Atlas, male das mal so ab, wie die Autobahnen geführt werden, übertrage das mit einem Scanner in eine Datenbank, die mir schön die Koordinaten der Linien nicht, durch den Schwarz-Weiß-Kontrast ausfiltert. Und dann kriege ich einen Datensatz, wo in einem vielen Wertetupel die Linienführung der Autobahn enthalten ist. Das funktioniert nicht. Und ist auch gefährlich. Warum? Weil die Kartenhersteller flächendeckend dazu übergegangen sind, kleine Fehler einzubauen. Vielleicht können Sie sich noch an die Zeit erinnern, als die ersten Telefon-CDs auf den Markt kamen. Da haben natürlich die Hersteller der Telefon-CDs Stein und Bein geschworen, dass sie die Telefonbücher nicht abgeschrieben haben. Nicht? Bis dann die Sachverständigen nachgewiesen haben, dass da Tote noch drin waren, die sich schon vor 20 Jahren abgemeldet haben. Und diese Fehler haben die Telefonhersteller-Buchverlage erstmal alle übernommen. Und diejenigen, die aufgeflogen sind, sind auch gleich verklagt worden, haben alle verloren. Dann haben die natürlich versucht zu kontern und haben versucht, mehrere Quellen zu nutzen und haben nur das abgedruckt in ihre eigenen Werke, was sie überall vorgefunden haben und haben gehofft, dass sie auf diese Weise die Fehlerquellen, diese künstlichen Fehler, ausgefiltert haben. Das kann klappen oder das kann scheitern. Wenn die anderen auch nur voneinander abgeschrieben haben, klappt das Verfahren nicht. Ja? Ist also Risiko. Ja. Wenn man wesentliche Geodaten üblicher Karten, Luftbildaufnahmen oder Satellitenaufnahmen oder irgendwelcher Datenbanken abgreift, das heißt wesentliche Teile einer Karte kopiert, also nicht sklavisch eins für eins durch Durchpausen, sondern wesentliche Teile. Zum Beispiel sagen Sie, ich nehme nur alle Flussläufe aus einer Karte und aus einer anderen Karte nehme ich nur alle Autobahnen und aus einer anderen Karte nehme ich nur die Umrisse aller Stadt- und Landesgrenzen. Dann muss man sich überlegen, sind das wesentliche Teile der jeweiligen Karten? Und die ganz große Frage, die ungelöst ist, ist, wann haben wir wesentliche Teile? Das muss man sowohl nach einem qualitativen als auch nach einem quantitativen Kriterium entscheiden. Das Kriterium, das so im Designwesen eine Rolle gespielt hat, das ist, dass man sagt, wenn 30% neu ist, dann ist es neu und ist nicht abgeguckt worden. Aber diese Regel lässt sich meiner Ansicht nach auf Datenbanken nicht übertragen. Ich würde sagen, wer alle Umrisslinien aller Seen übernimmt, der nimmt einen wesentlichen Teil weg. Wer alle Autobahnlinien rausgibt, der nimmt einen wesentlichen Teil weg. Ja, da sollte man doch schon sehr zurückhaltend sein. Und man sollte sich immer vor Augen halten, es ist nachvollziehbar im Regelfall durch die künstlich eingebauten Fehler. Ja, dann kleinste Datenmengen aus Datenbanken darf man nicht herausziehen, wenn das wiederholt und systematisch geschieht. Ja, also jetzt 100 Open-Source-Freiwillige einstellen bei Google Maps, die Daten rauszuziehen und sagt, jeder Einzelne für sich allein genommen, der hat keinen wesentlichen Teil genommen, aber insgesamt hat er dann den ganzen Datenbestand kopiert, das klappt nicht. Nicht, weil das ist ein systematisches Vorgehen. Ja, gut, das ist jetzt eine Frage, die mit den Gesichtspunkten der Open Source Lösung wenig zu tun hat, sondern mit der Art und Ja, Moment mal bitte. Achso, ja, also die Frage lautet, welche Möglichkeiten stellt Google zur Verfügung? Sondern? Ja? Ja? In Ihrer Datenbank. In der Datenbank? Ja, hört sich schwierig an. Würde ich nicht machen.
Ja. Wir können das an dieser Stelle etwas abkürzen. Es ist also so, Sie schließen mit Google einen Vertrag, ob Sie wollen oder nicht. Und Sie müssen sich an den Vertrag halten. Und dieser Vertrag überlagert das Urheberrecht. Wenn Sie sich verpflichten, bestimmte Dinge nicht zu tun in einem Vertrag, dann dürfen Sie die nicht tun. Sie brechen sonst das Recht. Das spielt keine Rolle, wie die Urheberrechte dann liegen. Ja. Und das ist genau der springende Punkt. Sie dürfen auf Ihrer Webseite praktisch den Aufrufpunkt im Server auf Google, wo das PGI oder was es ist, liegt, dürfen Sie weitergeben, aber Sie dürfen nicht hinter diesen Punkt gehen und die Daten abspeichern. Das lässt Google nämlich nicht zu in Google Maps. Nicht? Sie haben also so ein kleines Co-Fragment. Ja. Ja, es mag sein, dass das dann für die Leute gilt, die da mit Google besondere Vereinbarungen treffen. Der normale Privatnutzer, da ist es so, wie ich sage, der darf in seine HTML-Seite so ein kleines Druckfragment einbauen, das im Zeitpunkt, wo der fremde Remote-Nutzer sich das anzeigen lässt, dessen Browser bei Google nachträgt. Ja, okay. Ja, gut. Ich möchte aber jetzt nicht so sehr über das Vertragsrecht reden. Was dürfen wir denn? Wir dürfen Geodaten aus amtlichen Werken nutzen. Was sind amtliche Werke? Natürlich nicht die offiziellen Grundkarten der Bundesrepublik Deutschland, die von den einzelnen Vermessungsämtern gestattet werden, sondern nur das, was in einer amtlichen Entscheidung als Kartenbasis erwähnt ist. Und da ist immer der Tipp Bebauungspläne, Flächennutzungspläne. Und möglicherweise noch andere Pläne für irgendwelche Planfeststellungen. Nicht? Wenn so ein großes Planfeststellungsverfahren Flugzeugrouten ändert, dann ist das schon ganz nett, da kann man schon eigentlich rausziehen. Setzt aber voraus, dass das als Teil der behördlichen Entscheidung veröffentlicht worden ist, wie es zum Beispiel bei einem Bebauungsplan ja immer der Fall ist. Man darf Geodaten aus Datenbanken, also aus diesen Datenbankherstellungsrechten, verwenden, wenn die älter als 15 Jahre sind, beziehungsweise vor Inkrafttreten dieses Gesetzes in die Welt gesetzt worden sind, sofern man nicht diese anderen Urheberrechte in der Darstellung und so weiter verletzt. Die Geodaten bleiben dann, sind dann auf einmal frei. Aber, ja? Ja, aber da sind meines Wissens keine Geodaten dabei. Das ist eine Liste, welche Straßen es gibt. Ja, ja. Im Zweifel nicht, weil es keine behördliche Entscheidung gibt, die sagt, damit daran knüpfe ich irgendeine Rechtsfolge, sondern das sind nachrichtliche Datensammlungen. Ja? So. Kartenelemente, die man beim Kopieren zu meiden hat, die habe ich Ihnen hier mal aufgelistet. Wir werden das jetzt nicht in Einzelnen durchsprechen. Ja? Das hier, das sind die ganz Schlauen, die das Gepräge einer Karte kopieren. Die nehmen die Karte und nehmen alle Flussläufe raus, nehmen alle politischen Stadt-, Landes- und Kreisgrenzen raus, nehmen auch die Höhenangaben raus und haben nur noch das Straßengerüst und sagen dann, ja, Edge, das ist eine neue Karte. Das klappt nicht. Da wird das Gepräge der Karte bleibt erhalten und damit kann man den Urheberrechtsschutz nicht unterlaufen. Neben den Urheberrechten gibt es noch das frühere Luftbildrecht, das zum größten Teil aufgehoben worden ist. Es gibt aber noch eine Strafnorm, die sagt, dass man militärische Anlagen, also Veröffentlichung der Geodaten von militärischen Anlagen ist nicht erlaubt in der Bundesrepublik und von anderen Anlagen, die so für die Sicherheit von Bedeutung sind. Und dann gibt es noch die landesrechtlichen Vorbehalte des Vermessungswesens, hatte ich vorhin erwähnt. Die Vermessungsämter geben die Geodaten, die sie gesammelt haben, nicht so ohne weiteres frei. Das ist in Landesgesetzen geregelt. Die haben einen Genehmigungsvorbehalt. Man darf solche Geodaten nur nutzen, wenn man eine Genehmigung kriegt und auch nur in dem Rahmen, in dem man eine Genehmigung kriegt. Man kriegt sie problemlos, wenn man Geld dahin legt. Wenn man aber kein Geld dahin legt, dann wird das eben eng. Und die Juristen streiten sich darüber, ob diese landesrechtlichen Vorbehalte wirksam sind. Es gibt aber keine höchstrichterliche Entscheidung dazu. Es gibt eine Entscheidung eines Landgerichtes München, das gesagt hat, die
Genehmigungsvorbehalt in dem Land, um den es darum ging, wäre wirksam. Das heißt, da muss man einfach mal warten, bis eine höchstrichterliche Entscheidung kommt. Wenn eine höchstrichterliche Entscheidung kommt, sind TK 25 und TK 50 frei und das heißt, OpenStreetMap ist flächendeckend in Deutschland. Aber die höchstrichterliche Entscheidung muss dann abgewartet werden. Ja. Was ist nun mit Open-Source-Lizenzen? Open-Source-Lizenzen haben den großen Fehler aus Sicht der Geodaten, dass sie sehr stark auf den Programmcode abgestellt sind. Und Programm-Source und Programm-Objekt-Code, das binäre Paket, steht konzeptionell in einer 1-zu-1-Beziehung. Es gibt natürlich noch Compiler-Direktiven und so weiter, aber im Grunde genommen ist es eine 1-zu-1-Beziehung. Bei Geodaten ist es anders. Man hat einen Geodatenbestand und erzeugt da beliebige Karten raus. Nicht typischer Fall der Routenplaner. Da werden die Karten, die Sie im Bildschirm sehen, ja on the fly entworfen. Und diese 1-zu-N-Beziehung zwischen Geodaten und Karten eignet sich nicht, mit einer Lizenz in Verbindung gebracht zu werden, die eine 1-zu-1-Beziehung hat. Und dann gibt es auch praktische Rechtsfolgen bei den Open-Source-Lizenzen, die das Ganze so ein bisschen ins Absurde führen können. Stellen Sie sich vor, wir haben Geodaten unter einer Open-Source-Lizenz, machen eine Geburtstagseinladung mit Anfassskizze, beachten die Open-Source-Lizenz und tun den Lizenztext dabei. GPL V3, ich denke so ab 15 Seiten, je nach Schriftgröße, Ausdruck. Ja, kommt nicht gut an bei einer Geburtstagseinladung. Wie ist das mit den Open-Content-Lizenzen? Open-Content-Lizenzen konzentrieren sich im Regelfall auf alle möglichen Werke. Nicht? Wikipedia nimmt die GFDL beispielsweise. Das ist die Dokumentationslizenz der FSS, die eigentlich so das Gegenpart für die GPL ist. Nicht? Programmcode unter GPL, Dokumente unter GFDL. OpenStreetMap hat eine Creative Commons by SA, Share Alike. Diese Lizenzen haben so die Eigenschaft, dass sie im Regelfall nicht klarstellen, welche Teile eines Werkes mit Geodaten geschützt sind. Und wie Sie jetzt mal einen Vortrag entnehmen können, ist das ja zum Teil trickreich. Und das ist natürlich ein praktisches Hindernis für die Nutzung dieser Geodaten, weil Sie nie so genau wissen, was dürfen Sie denn nach der Lizenz und was dürfen Sie nicht. Dann könnten Sie sich ja überlegen, ob Sie diese 1-zu-1-Beziehung zwischen Geodaten und Karten, die Sie daraufhin erzeugen, ob Sie die nicht ähnlich behandeln wollen wie in der Open Source Welt. Dass Sie sagen, wenn jemand meine Karte macht, soll ich die nicht verpflichten, den gesamten Geodatenbestand oder zumindest den Geodatenbestand, auf den sich die Karte bezieht, weiterzugeben. Nicht? Kann man ja mal drüber nachdenken, ob man das will. Stellen Sie sich mal vor, da hat jemand eine Karte gemacht und da kommt jemand und sagt, ich will die Karte viel schöner machen. Ich habe schönere Farben. Die passen harmonischer zu dem Thema der Karte. Und dann hat er aber nicht die Quelldaten. Ja, könnte er nicht so ohne weiteres. Ist aber eine offene Frage. Ich denke, das ist noch in der Diskussion. Und dann gibt es das umgekehrte Problem der 1-zu-1-Beziehung. Stellen Sie sich mal vor, die greifen auf eine riesige Datenbank zu, die die ganze Welt im 1-Meter-Maßstab abbildet. Und Sie machen Ihre Anfahrtskizze. Sollen Sie dann gezwungen werden, die Geodaten der ganzen Welt abzuspeichern? Das sind ja etliche Terabyte. Auch keine praktische Lösung. Und da haben Sie so diese beiden Gegenpole. Da muss man, wenn man es machen will, auch eine pragmatische Lösung finden. Zurzeit ist es wohl so, habe ich gestern gehört, dass OpenStreetMap sich bemüht, eine Lizenz in die Welt zu setzen, die genau für Geodaten passt. Da sollen zwei Anwälte in England dran arbeiten. Wird sich zeigen, was daraus wird. Ja, und jetzt komme ich zu dem letzten Thema. Das geht ganz kurz. Ich will Sie nur auf eines aufmerksam machen. Es gibt da so eine Seite, die heißt SwissTrain.ch, die habe ich Ihnen auch in den Grundstellen zitiert. Die finde ich ganz raffiniert. Da hat jemand die Schweiz in eine Karte abgebildet und hat die mit den Fahrplänen von Zügen und Flugzeugen und Bahnen kombiniert. Und die aktualisiert er dann. Und unterstellt, dass die Bahnen jetzt relativ gleichmäßig fahren und kann dann in jeder Sekunde berechnen, wo die Bahn ist. Und man sieht also virtuell, das sieht schön aus, wo sich die Flugzeuge oberhalb der Schweiz und wo sich die S-Bahn und die Straßenbahn und die U-Bahn und die Züge befinden. Wird laufend aktualisiert, das ist ganz nett. Und jetzt stelle ich mir mal vor, da ist irgend so ein Triebtäter.
der weiß, wo die Schulen sind. Der weiß, wann die Schulen anfangen. Ist ja genormt bei den meisten Schulen. Und der braucht nur noch eine Liste der Schülerinnen. Und kann sich dann auf diese Art und Weise eine Karte schaffen, wo er zu jeder Sekunde weiß, auf dem Schulweg nach hin oder zurück, hat er eine ziemlich große Wahrscheinlichkeit, das Mädchen dort anzutreffen. Eine erschreckende Vorstellung. Und ja, ist aber schon ein praktischer Unterschied, wenn die genau wissen, ja, da laufen 100 Mädchen rum. Nicht? Es geht ja um das Gefährdungspotenzial. Und ich finde, es ist eine erschreckende Vorstellung. Ich wollte Ihnen damit nur die Augen dafür öffnen, dass Geodaten, die gar nicht personenbezogen sind, sehr schnell ein datenschutzrechtliches Gefährdungspotenzial erzeugen, wenn es irgendwie gelingt, die mit persönlichen Daten zu verknüpfen. Und dann überlegen Sie sich einfach mal sich selber, wer von Ihnen ist denn in der Lage, seinen Wohnort zu verschweigen? Von wem von Ihnen ist die genaue Wohnadresse denn unbekannt? Ja, und wenn Sie das Pech haben, dass Sie in einem Hochhaus wohnen, wo schon mal 20 Neckermann-Verträge notleidend geworden sind, wo vielleicht schon mal 15 andere Menschen Kreditanträge gestellt und abgelehnt bekommen haben, dann brauchen Sie sich nicht wundern, wenn Ihr Kreditantrag abgelehnt wurde, allein weil Sie die Wohnadresse haben. Ja? Also Datenschutzrecht und Geodaten, das ist zurzeit völlig ungelöstes Problem. Es wird sich zeigen, was da ist. So, eine Frage von Ihnen, schnell Antwort geben, wer setzt Geoprogramme ein? Ja, erfreulich viele. Für diejenigen, die es noch nicht gemacht haben, die Entwicklung dieser freien Programme, die ist noch in einem relativ frühen Stadium. Technisch gibt es sehr wenige Binärpakete und deshalb nimmt man am besten eine Live-CD, um das auszuprobieren. Ich habe Ihnen hier die Live-CD angegeben gleich. Hier finden Sie Fundstellen freier Geodatenprojekte, eine Geosuchmaschine, Quellen, wo Sie Geodaten runterziehen können und für eigene Zwecke frei verwenden können. Dann habe ich Ihnen ein paar Karten hingestellt, die Sie mit dem vergleichen können, was ich Ihnen vorgetragen habe. Die Quelle der Live-CD. Es gibt zwei Fachbücher, die finden Sie auch oben auf dem Stand von OpenStreetMap. Und wenn Sie sich in die rechtliche Problematik einlesen wollen, erste Anlaufstelle ist der Wikipedia-Artikel Rechte an Geoinformationen. Es gibt einen Fachartikel, der ist dann schon ein bisschen juristischer. Und dann gibt es auch ein Fachbuch, das habe ich jetzt, muss ich gestehen, auch selber nicht in der Hand gehabt, von einem Herrn Meuser. Ja, das war das, was ich Ihnen vortragen wollte. Wenn jetzt noch Fragen stehen, stehe ich gerne zur Verfügung. Ansonsten danke ich für Ihre freundliche Aufmerksamkeit.